Wie kam ich jetzt auf Weihnachten? Weil ich die letzte Tasse Merry Christmas von Donald Duck, Mickey Mouse, geöffnet und somit nicht verkaufe, sondern ich den Kaffee selber saufe. Tada! Die Tasse von Walt Disney im Walt Disney Store zu haben. Ich hatte das große Glück, dass ich auch Walt Disney mal vertreten durfte, deswegen hatte ich genügend Tassen da. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe, die müsste ich in einem separaten Schrank haben, weil mittlerweile verkaufe ich diese nicht. Ich habe sogar die Minion-Tassen da. Mir haben die Minion-Filme auch gefallen, weil ich die Minions klasse finde. Und ich finde es auch klasse, dass einige bei TikTok die Minions nachmachen. Die haben zwar Toilettenpapier hier vor dem Kopf. Der eine hat zwei, der hat ein. Und dann fangen die an. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wie gesagt, ich läute Weihnachten ein. Warum ich das jetzt mache, ist, wie gesagt, ist meine letzte Tasse im Verkauf gewesen. An sich hätte ich die verkaufen müssen. Tue ich aber nicht, weil jetzt ist sie meine. So. Weil diese hier hatte ich leider auch im Programm. Ne? I love warm hugs, Disney Frozen. Ne? Aber ich habe die halt vergammeln lassen und die müsste ich dann irgendwann mal spülen lassen oder selber spülen. Ne? Also spülen lassen geht wohl nicht mehr, weil die Spülmaschine nicht funktioniert. Merkt ihr? Herzlich willkommen bei Shop Plaudereien. Wem das interessiert, keine Sau, ich weiß. Das soll mir auch egal sein, mir macht es riesen Spaß. Ich bin in keiner, ich bin alleine und das seit 40 Jahren, deswegen Kunde, wow, das ist aber schon lange, ja, sag ich, ist eine lange Zeit. Insgesamt 50 Jahre, davon 40 Jahre in dem Metier und hier vor Ort 20 Jahre. Es ist eine Zeit, wo wir mit dieser Corona-Geschichte leben müssen. Wir werden wirklich vorgeführt. Wir werden vorgeführt. Warum, weiß ich nicht. Ich will auch darüber nicht debattieren, deswegen habe ich es ausgeschaltet. Ich möchte auch keine dummen Kommentare. Ich weiß ja auch nicht, wo die Dummheit herkommt. Aber die Dummheit ist wirklich tatsächlich überall. Ja? Menschen, die ich mal gemocht habe, die mag ich jetzt mittlerweile nicht mehr, weil sie sich verändert haben. Ich lasse sie so, wie sie sind. Ich finde das stark, wenn die reinschauen. Was macht er da? Er redet. Ach, herrlich. Das sind die kleinen, verklärten, wenn ihr versteht, was ich meine. Es gibt auch verklärte Menschen. Ne? So, ich sitze ja hier vor dieser Kamera oder ich sitze vor der anderen Kamera oder ich sitze vor der ganz großen Kamera. So, und die ganz große Kamera habe ich nicht an, weil Kinokamera. Ich meine, ich mache YouTube, ich mache TikTok, ich mache WhatsApp. Das reicht, mir macht Spaß. Mir macht es Spaß. Wenn es dir keinen Spaß macht, ist es doch dein Bier. Du wirst ja nicht gezwungen, solche Videoclips zu sehen. So. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich wirklich tatsächlich Zeit hätte, würde ich vielleicht live schalten. Ich würde vielleicht mich wirklich tatsächlich mit einer Eisenbahn abgeben. Ich würde mich vielleicht wirklich tatsächlich mit dem Modellbau abgeben. Ja? Ich meine, zwischenzeitlich habe ich es gemacht. Ich weiß zwar nicht, wo ich die Kraft herhole, weiß ich nicht. Ja? Das lustigste Modell von Faller ist und bleibt das brennende Finanzamt. Vielleicht werde ich daraus mal irgendwas machen. Es gibt leider nicht das, was ich gerne gehabt hätte, und zwar... Hey, grüß dich, hi! Einfach ran, wie immer. Wie du siehst, ist er... Erstmal Luft holen. Ja, vor allen Dingen. Nachdem, was ich kann,